Bock auf nicht mehr reinschmeißen. Also eine Handvoll könnte da noch mit rein, aber wirklich nicht mehr reinschmeißen. Und wirklich sehr braun. Das ist geil, das ist geil.
weiter. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute in der Freilichtbühne in Lohne und heute findet hier die Premierenfeier des Familienstückes Simba, König der Löwen statt. Neben mir steht der erste Vorsitzende, Thorsten Olberding. Hallo. Hallo. Ja, König der Löwen, man kennt das Musical. Ist dieses Stück Simba, König der Löwen, vergleichbar damit? Also es ist schon sehr angelehnt an das Original. Aber es sind halt Änderungen drin, weil sonst dürfte man es nicht so spielen. Mhm. Kannst du mal kurz so ein bisschen den Inhalt zusammenfassen? Also es gibt den kleinen Simba, der durch den bösen Onkel so ein bisschen angestichelt wird, dass der da ja seinen Vater halt durch ein Missgeschick ums Leben bringt. Der kleine Simba haut dann halt ab, weil er für sich für den Tod des Vaters verantwortlich fühlt und kommt dann halt in der Steppe weiter, lernt dann nette Leute kennen. Ja, aber ganz so viel sollte man vielleicht nicht erzählen, weil sonst ist die Spannung weg von mir. So, dann ist es ja nicht mehr so interessant, wenn die Zuschauer herkommen. Okay. Wie sind die Vorbereitungen gelaufen? Bühnenbild, Maske, das Stück an sich. Gab es Schwierigkeiten oder ist alles glatt gelaufen? Also dadurch, dass wir ja so einen strengen Winter hatten, hatten wir sehr viel Schwierigkeiten, dieses Jahr unsere Kulissen fertig zu kriegen und auch Außenproben, was ja immer ganz wichtig ist. Wir waren immer nur oben bei uns in unserem Spielerheim vertreten, was natürlich wesentlich kleiner ist als hier so eine Bühne. Und ja, aber ansonsten ist es eine recht runde Sache geworden. Wir haben uns dieses Jahr mal Kostüme ausgeliehen von einer anderen Freilichtbühne, von der Freilichtbühne Coesfeld sind Kostüme dabei, weil warum soll man nicht Vorhandenes nutzen, anstatt das alles selber zu machen?
Und was sagst du zu der Bühne, zum Beispiel zu dem Elefantenfriedhof? Der Elefantenfriedhof, der ist eine ganz tolle Geschichte gewesen. Und zwar, man musste dann erstmal gucken, wie stelle ich so ein Ding her? Und da hat sich unser Bühnenbau was einfallen lassen. Die haben sich ein kleines Miniatur, so ein Bausatz halt bestellt. Den haben sie, ich weiß nicht wie vielfach vergrößert, aufgezeichnet, ausgeschnitten. Ja, und ich denke mal, das Ding, was man hier so sieht, es ist wirklich sehr impulsant und auch toll angestrichen und alles Mögliche und sieht gut aus. Ja, klasse. So, wenn wir jetzt den einen oder anderen neugierig gemacht haben, wo kriegen wir Karten, wo kann man die bestellen, kann man die hier direkt bei euch hier an der Freilichtbühne bestellen? Also Karten kann man wie jedes Jahr im Rathaus bei uns kriegen. Da ist geöffnet am Montag und am Donnerstag und Freitag. Montags nachmittags, donnerstags nachmittags und freitags morgens. Dann kann man Karten bzw. auch Gutscheine bekommen bei Römern. Ja, selbst hier kann man Karten kriegen, allerdings dann halt nur, während wir unsere Aufführungen haben. Ja, und sonst, was ich immer empfehlen kann, im Internet einfach buchen unter www.freilichtbühne-lohne.de, einfach auf Online-Bestellung gehen und Karten auswählen. Was wir auf jeden Fall vielleicht auch noch ansprechen sollten, wie viele Vorstellungen macht ihr dieses Jahr? Es sind insgesamt 24, wo allerdings dann 8 Schüleraufführungen rausgerechnet werden, weil die Schüleraufführungen sind schon seit Wochen ausverkauft. Und wenn man aber sich so den Vorverkauf allgemein anschaut, also dieses Jahr sehr positiv jetzt schon, was an Karten schon weg ist. Also ja, wer noch gute Plätze haben will, der muss sich natürlich beeilen. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Und wie sieht das mit eurem Erwachsenenstück aus? Erwachsenenstück haben wir ja Premiere am 24. August. Hitchcocks Die 39 Stufen. Da sind wir auch in den großen Vorbereitungen. Wie viele Aufführungen habt ihr? Da haben wir 10. Und abends finden und dann die dann statt? Genau, abends. 20 Uhr geht's los und wir hoffen, dass wir um 22 Uhr mit dem Stück komplett durch sind. Ja, und viel zu berichten über die 39 Stufen kann man eigentlich nicht. Man kann höchstens was dazu sagen. Es sind mehrere Rollen, also 50 Rollen insgesamt. Und diese 50 Rollen, die werden von 4 Schauspielern gespielt. Also es ist wirklich immer ein Clip-Clap, ein Anziehen, Ausziehen und das alles auf der Bühne. Wir werden auf jeden Fall auch zur Premiere kommen und da auch mal ein paar Ausschnitte zeigen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und wir lassen uns hier weiter von den tollen Impressionen einfach mal verwöhnen. Danke. Ja, super. Danke. Danke auch. Ein Fest zur Eröffnung des Mehrgenerationenparks in Goldenstedt. Auf dem Parkgelände hatten sich viele Besucher eingefunden. Gruppen und Vereine sorgten für Musik und Aktionen zur Unterhaltung der Gäste. Yeah.
Ihr habt das finanziert. Was kann ich noch? Mach das. Der Mehrgenerationenpark ist ein Projekt für Jung und Alt, das darauf abzielt, die Bürger auch langfristig an ihrer Gemeinde zu binden.